Ja, willkommen zu unserem monatlichen Palaver und willkommen Harry Winter aus Regensburg. Ich möchte Ihnen er ist für uns so eine Art Universal-Joker, also hat sich praktisch mit allen Attac-Themen befasst. Er ist im wissenschaftlichen Beirat von Attac, ist jetzt mit TTIP sehr befasst gewesen, aber auch mit Energiewende. Man kann aber auch über das bedingungslose Grundeinkommen mit dem streiten, über den Unterschied zwischen den Zinskritikern und den Marxisten. Also alle Diskussionen, die bei Attac lebendig geführt werden, hat er immer schon einen Basistext mal dazu geschrieben oder ein Buch herausgegeben. Er hat Physik studiert, ist ein echter 68er im Allgäu geboren und seit 2007 auch Vater, aktiver Vater. Also vielen Dank für die Einladung und ja, vielen Dank vor allem für die wiederholte Einladung. Ich glaube, ich war jetzt auch schon 10 Mal hier in 20 Jahren. Betrachte mich schon ein bisschen als Fossil. Was ich hier gemacht habe, ist einfach nur ein bisschen aufgearbeitet, was in den letzten 18 Jahren so auch schiefgegangen ist. Das war eben so meine Herangehensweise. So der Versuch einer Evaluation von vergangenen Kampagnen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil man ja nicht evaluieren kann, wie sich Diskurse durch uns verändert haben. Und trotzdem, bei manchen Sachen kann man schon nachschauen. Also das ist natürlich eine ganz breite Literatur zum Thema Bewegungsforschung. Und wenn man sich da hineinbegibt, dann sieht man auch, dass das alles nicht fertig ist. Also man kann nicht sagen, eine Kampagne funktioniert deswegen oder deswegen nicht. Zumindest bin ich nicht so schlau draus geworden. Deswegen, ich bin da kein Profi. Ich bin eigentlich nirgendwo Wissenschaftler, sondern ich bilde mir eine Meinung. Und ich bin sehr offen für die Widerlegung dieser Meinung und bin sehr offen für weiteres Lernen. Ich denke schon allein der Blick aus einer meines Erachtens sehr gut funktionierenden Attac-Gruppe heraus, wie hier in München, dürfte ganz andere Erfahrungshintergründe haben als jetzt mich, wenn ich im Wesentlichen in Regensburg bei einer viel, viel kleineren Gruppe immer wieder mal was mache und auch sonstigen aktionistischen Unfug mache. Ja. Okay, also die Erwartungen bitte nicht zu hoch schrauben. Ich möchte mal einfach diese sozialen Bewegungen ein bisschen darstellen, was es so gibt. Der steht jetzt ungünstig, der Laptop, aber das macht nichts. Soziale Bewegungen, NGOs, erfolgreiche, erfolglose Kampagnen darstellen, wo Nichtregierungsorganisationen in die Politik eingreifen können. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir wirklich gute Kampagnen machen wollen? Gibt es da so gewisse Leitfäden, wie man sich aufstellen sollte, wie man die planen sollte? Und dann zu guter Letzt möchte ich nur kurz auf diesen Sirdja Popovic eingehen, der so ein Buch geschrieben, das heißt Protest. Das ist sehr, sehr lesenswert. Es wäre vielleicht doch ganz unsicher. Wenn das am Tisch liegt, dann poltert es wahrscheinlich immer und reflektiert. Ich weiß nicht, was ihr geplant habt. Okay. Müsst auch so gehen. Also, müsst ihr wissen, die breite Keule, da liegt doch so ein, die sind doch super, diese Geräte. Okay, auf jeden Fall, das Buch ist sehr empfehlenswert. Das ist derjenige, der den Slobodan Milosevic durch seinen Lachtivismus vertrieben hat und was das genauer ist, dazu später mehr. Also das Ganze ist relativ reichhaltig, weil ich dachte mir, wer heute hier ist, nicht im Biergarten ist oder sonst wo und zu so einem staubtrockenen Thema kommt, den interessiert es wirklich, aber ich schaue schon, ob schon jemand schläft. Und dann sind wir okay, also ich bin Bewegungsarbeiter und das Ganze ist jetzt sehr erfahrungsgeleitet, das ist nicht wissenschaftlich und es gibt auch keine neutralen Informationen. Und deswegen, ich habe hier einfach eine Meinung, die vertrete ich jetzt mal. Die Basis für mein Engagement ist, ich glaube, das ist, da durfte ich mich mit vielen von euch treffen. Ich habe keine Schicksalsgläubigkeit. Ja, es gibt einfach Zufälle, ganz viele doofe Zufälle, die unseren Weltlauf bestimmen. Und dann haben wir irgendwelche Systeme etabliert, die wir dann laufen lassen. Und dann laufen die los und wir können sie nicht mehr einfangen, wie zum Beispiel Globalisierung eben. Also hat man mal sowas wie ein Freihandelssystem etabliert über den ganzen Planeten, dann kommt man davon nicht mehr so einfach weg. Es ist viel einfacher, das zu etablieren. Ja, ich glaube nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien und Sonstiges. Und dann habe ich eben noch ein paar eigene Überzeugungen, wie zum Beispiel dieser Mensch hier auch.
Also empört euch, hat dieser Stefan Hessel eben geschrieben, als einen Aufruf so ungefähr 2009 vielleicht, also hier als 90-Jähriger, ich möchte so fit sein als 90-Jähriger, wünsche jedem Einzelnen von Ihnen einen Grund zur Empörung. Das ist sehr wertvoll. Wenn Sie etwas empört, wie mich die Nazis empört haben, werden Sie kämpferisch, stark und engagiert. Also diesen Zorn in sich zu spüren, dann kommt man, glaube ich, schon ganz gut auf die Straße. Okay, was ist jetzt los? Politik wird in Parlamenten gemacht, sagen immer viele. Das ist natürlich völliger Unfug, weil Politik kommt ja irgendwo her. Bedürfnisse kommen irgendwo her. Und die kommen halt zum Beispiel aus der Antisklavereibewegung oder aus der Arbeitergenossenschaftsbewegung, aus der Bürgerrechtsbewegung, aus der Frauenbewegung, aus der Friedensbewegung und so weiter. Und vielleicht sind wir auch langsam eine kleine Bewegung geworden. Was hat es mit NGOs zu tun? Die Stätten der Organisation, also da, wo viele Nichtregierungsorganisationen sich zusammentun und an einem Strick ziehen, vielleicht noch länderübergreifend und das Ganze über einen längeren Zeitraum, das wird dann vielleicht zu dem, was man dann in den Geschichtsbüchern später mal als Bewegung bezeichnet. Wir haben diese Nichtregierungsorganisationen, die gibt es schon sehr, sehr lange. Angefangen hat es vielleicht mit diesem Werk, mit diesen Knappschaften, mit diesen Werkbruderschaften vor Zeit, also schon, die haben schon vor 10 Jahren, glaube ich, ihr 750-jähriges Jubiläum gefeiert. Da haben sich also Leute einfach zusammengeschlossen, weil halt diese Bergarbeiter, diese Minenarbeiter plötzlich tot waren und eine Familie zurücklassen. Und so wurde das halt eine sehr frühe Form der Sozialversicherung. Dann Anti-Sklaverei-Society, dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist so ein richtiger Bedeutungsschub gewesen, dass eine Nichtregierungsorganisation eben Rechtssubjekte der UNO werden, dass sie eben auf der einen Seite bei der ECOSOC, also die sich mit wirtschaftlichen, sozialen Themen beschäftigen, dort mandatiert werden können, Beratungsstatus erhalten und anderes. Und dass eben NGOs, die auch in der Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit und in anderen Bereichen tätig sind, eben da direkt Kontakt knüpfen können und Informationen bekommen und geben können. Und ja, das war so eine Adelung von Nichtregierungsorganisationen. 1992 vielleicht der Bedeutungsschub, dann bei UN-Vollversammlungen sprechen Nichtregierungsvertreter. Da, wo dann dieses politische Leben in NGOs für mich angefangen hat, das war mit diesem Verhindern des MAI, wo wir also versucht haben, das MAI überhaupt erstmal auf Deutsch runterzubrechen, also zu übersetzen. Und dieses multilaterale Abkommen über Investitionssicherheit, das ist ja einfach nur bodenlos gescheitert. Und es war eben auch, schätze ich mal, ganz von den alten Leuten, dann hat es da ganz schnell geklingelt, als TTIP kam mit diesen Investitionsschutzsachen in dem TTIP, da waren die plötzlich alle wieder da. Das riecht nach MAI und sonst gar nichts. Und da konnte man dann sozusagen übergangslos dran anknüpfen. 1999 in Seattle, das war natürlich auch ein Bombenerfolg, weil da wurden eigentlich die ganzen Entwicklungsländer so ziemlich hinten runterfallen lassen. Man muss sich immer diese Verhandlungssituationen vorstellen. Auf der einen Seite hat man einen Beraterstab von der Europäischen Union oder von den USA, der aus vielen, vielen zehn Verhandlungsmenschen besteht, und dann kommt da ein Entwicklungsland, von mir aus Angola, und hat eine Person da. Die haben keine Chance, weil wenn in der Früh um 4 am ersten Tag und am zweiten und am dritten Tag wieder verhandelt wird, irgendwann klappen die Leute einfach zusammen. Und da haben auch die NGOs die Öffentlichkeit hergestellt, haben die Entwicklungsländer unterstützt und vieles anderes mehr, sodass sie eben nicht mehr umgefallen sind, die Entwicklungsländer. Und das war eben so dieser zweite Adelsschlag. Und genau in den 2000ern wurden es dann eben nochmal viel, viel mehr. Bezüglich TTIP zum Beispiel haben der Anti-TTIP-Kampagne haben über 300 Nichtregierungsorganisationen allein in Europa konferiert und kooperiert. Und so werden es immer mehr, und wir sind eine kleine davon. Erfolgreiche NGO-Kampagnen, das sollte man eben auch im Hinterkopf so ein bisschen behalten. Ich bitte vor allem darum, dass man da nicht depressiv wird, wenn ich dann so ein bisschen da auch was sehr, nicht nur ein bisschen, was so recht viel Negatives zu berichten habe. Also Landminenkampagne zum Beispiel, dann Friedensnobelpreis geadelt. Greenpeace hat schon sehr, sehr viel, ökologisch wertvolle NGO-Arbeit geleistet.
Alassia-Kampagne, das ist vielleicht auch dem einen oder anderen hier, das ist ja unser Kontext irgendwie, diese Hippie-Sachen. Dann Clean Clothes Campaign, Kampagnen gegen Kinderarbeit. Und also in der Zwischenzeit sagt ein Vertreter von denen, das sind sie so weit, dass sie Frauen, die aufgrund einer Schwangerschaft aus den Textilbetrieben rausgeschmissen werden, wenn die sich einen rechtlichen Beistand suchen in Lateinamerika, werden die wieder eingestellt. Oder müssen wieder eingestellt werden. Das waren Sachen, die waren vor 30 Jahren undenkbar. Also da hat sich schon was getan durch NGO-Arbeit. Ja, und dann auch, ich finde, bei Attac gibt es schon auch einiges zu feiern. Das ist auch gleich ein Kritikpunkt, wir feiern viel zu wenig. Kampagnen zur Förderung der europäischen Dienstleistungsrichtlinie zum Beispiel und natürlich auch die TTIP-Kampagne, das war. Also meines Erachtens ist es so, für den Fall, dass es uns nicht gegeben hätte, das ist jetzt nicht Attac, sondern dieses ganze Bündnis, dann hätte die EU-Kommission durchverhandeln können. Sie hätte einfach diese ganzen Verträge viel, viel schneller zu Ende verhandeln können und die hätten einfach den Zeitplan eingehalten. Und weil plötzlich Verbraucherschutzverbände, Riesen-NGOs und viele andere da auf dem Tableau waren, war es für die EU-Kommission nicht mehr möglich, einfach immer weiterzugehen und dann Dammbrüche zu unterschreiben. Einfach die komplette Medienöffentlichkeit, die eben Gott sei Dank noch ziemlich kritisch ist und nicht nur in Deutschland, da doch auf unserer Seite stand. Ja, die wollten genauso das Vorsorgeprinzip erhalten, wie wir halt auch. Gehst du nochmal zurück zu der Verhinderung der europäischen Dienstleistungsrichtlinie, was da nochmal war? Das war die Bolkestein-Richtlinie, so ist sie bei uns eingesickert. Da ging es vor allem darum, dass gesagt werden sollte, dieses Wohnsitzlandprinzip wird universal durchgepeitscht in Europa. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Altenpflegedienst aus Belgien in Deutschland irgendwelche Altenpflegedienstleistungen erbringt, dann gilt das Wohnsitzlandprinzip. Das heißt also, sie müssen dann in Deutschland Pflegeleistungen unter dem Vorzeichen, so wie das halt in Belgien gemacht wird, leisten. Damit hätte man dann also innerhalb von Deutschland plötzlich völlig verschiedene Dienstleistungsniveaus gehabt, bei Hunderten, Tausenden verschiedenen Dienstleistungen. Und es wäre der klage Wahnsinn geworden. Es hätte überhaupt niemand mehr durchgegeben. Und solche Sachen zum Beispiel, die konnte eben dieses Bündnis, das viel kleiner war als das TTIP-Bündnis, erfolgreich skandalisieren, bis hinein in die Kommunen, die plötzlich ihre Selbstverwaltung in Gefahr sahen. Deswegen konnten wir da auch Veranstaltungen machen, bei denen CSU-Bürgermeister eben geredet haben. Also es war ganz klar, die haben sich alle bedroht gefühlt. Auch da ist es uns gelungen, eben ein Thema, ein völlig abstraktes Thema, nämlich das Thema Europa, rüberzubringen. Ja, und das tut Not. Wir brauchen wieder solche Themen, damit wir in Europa vorankommen. Kannst dich erinnern? Okay, also Konsumentenmacht und NGOs, da tut sich einiges, theoretisch. Ne? Also man kann mit Konsumenten sehr viel machen, das Versenken der Brand Spa ist da immer der Zieldreh- und Angelpunkt, wenn man darüber diskutiert. Das war eine breite Sensibilisierung, breite Mobilisierung möglich. Der Boykott hat natürlich auch deswegen funktioniert, weil er so primitiv war. Man musste einfach nur eine Tanke weiterfahren und fertig. Und da wusste dann eben doch auch Shell, was Sache ist. Und also es kam halt raus, dass Greenpeace da irgendwie ein bisschen falsch abgeschätzt hat, was da noch an Schweröl drin ist. Das hat ihnen so ein bisschen einen Dämpfer im Nachhinein gebracht. Aber das Wesentliche ist, wenn man ein Unternehmen auswählt und dieses boykottiert, dann kann das funktionieren. Es strahlt auf andere aus, andere Unternehmen sehen, dass das nicht gut ist, wenn plötzlich die Umsätze einbrechen. Und es bringt Moral in die Marktwirtschaft rein, kann es bringen. Und 1998 kam es ja eben zu diesem generellen Verbot von dem Versenken von solchen Inseln. Okay, gescheitert meines Erachtens ist eben diese Kampagne Lidl ist nicht zu billigen. Das war so im Jahr 2005 ungefähr ein Bündnis aus Attac, Verdi, Banana, Fair, ABL, also ABL, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und das waren im Prinzip groß geplante, groß gemachte Aktionen. 3 Millionen Karten wurden gedruckt. Man hat viel Pressearbeit gemacht, aber wir haben uns dann gedacht, dann wahrscheinlich ist es einfach das Problem, dass die Journalisten es überhaupt nicht bringen dürfen, weil halt Lidl überall Anzeigen schaltet. Wir haben das in Regensburg beim Verteilen und bei der Pressearbeit auch ganz direkt gemerkt.
wir haben auch gemerkt, dass eben auch die Lidl-Verkäuferinnen da eine gewisse Corporate Identity transportieren. Man kann diese Leute nicht irgendwie angehen. Also wir mussten da viel lernen. Es war viel Herzensblut, viel war gut gemeint, aber es kam eigentlich nichts dabei raus. Die Konsumenten verstehen die Probleme in den Wertschöpfungsketten als nicht durch die Discounter verursacht. Also wenn eben irgendwo Schokoladen- oder Kakaobauern ausgebeutet werden, was hat dann Lidl damit zu tun? Die Verbindung ist zu abstrakt, das muss man eben viel aufwendiger rüberbringen. Image-Kampagnen sind dann das Ergebnis. Wenn Kampagnen eben nicht groß genug sind, dann stellt man halt ein paar fair gehandelte Produkte ins Regal und schon sagt man, ja, wir machen doch was. Und Kasus gegessen. Ja, also das war eben weniger erfolgreich. Das hat gar nicht so viel. Das war vielleicht so dieses Beispiel, Georg Schweißfurt, das ist der Bruder von den Hermannsdorfer Landgaststätten, Landwerkstätten. Gaststätte gibt es dort auch. Ja. Okay, auf jeden Fall hat der hat Basic gegründet, diesen Naturhandel, Bioladenkette, ja, danke. Und die wollten sich ja mit Lidl fusionieren, damit sie ordentlich wachsen können. Und dann sind ihnen die Verbraucher und die Zulieferer so aufs Dach gestiegen. Und Attac auch noch, so dass die dann einfach wieder ausgestiegen sind. Also auch hier sieht man, dass es Konsumentenmacht gibt. Ja, die wollten eben nicht nur billige Produkte, die Konsumenten, sondern sie wollten da eine Geschichte. Die wollten da wirklich ein gutes Gewissen haben und nicht bei einem Discounter, einem Giga-Discounter einkaufen. Und schon war das Ganze gegessen. Gut, jetzt noch ein paar erfolgreiche und erfolglose Kampagnen. Ich kann das auch überklicken. Aber ich denke, das ist so, ich finde es spannend, so mal das so Revue passieren zu lassen, was man selber mitgemacht hat und was auch vor 100 Jahren war. Also zum Beispiel miterlebt haben wir alle immerhin aus einer, Gott sei Dank, einer gewissen Distanz, diese Erfolge von Obama, der ganz massiv Werbung gemacht hat, spendet mir und 50 Cent reichen auch schon, jeder Cent ist gut, dass ich weiterkomme, dass ich eben euer Präsident werde. Die Kommunikation war vollkommen darauf hin ausgerichtet zu mobilisieren, das heißt also in dem Moment, wo jemand, ein Freiwilliger, sich gemeldet hat, wo jemand gesagt hat, ja, ich unterstütze dich mit Geld, dann geht es sofort los, du musst uns auch mit Taten unterstützen, du musst dafür eintreten, dass hier die Bewegung wächst, dass wir hier jetzt einen demokratischen Präsidenten hinkriegen. Ja, also eben Unterschriften sammeln, Leute anspornen, Leute weiter, das weiterbringen nach draußen und nicht immer im selben Saft schmoren, ist das, was wir hier lernen müssen. Ja. Ausrufezeichen. Okay, ausnützt von lokaler Bereitschaft für, genau das, was ich sage. Bitte, wir müssen nach draußen gehen, viel mehr. Die Menschen müssen sich direkt angesprochen fühlen. Also nicht wir müssen meinen, dass doch meine Argumente jetzt überzeugend beim anderen angekommen sein müssen, sondern wir müssen spüren, dass diese Argumentation bewegt. Also eine Ebene tiefer, nicht nur rational erfolgreich. So, und Trump macht genau dasselbe, der macht es vielleicht sogar noch besser. Ne? Social Media Plus, zielgerichtete Emotionalisierung, das fand ich sehr treffend. Ja, diese FAZ kann schon manchmal ganz gut zusammenfassen. Ne? Also dieses vor den Leuten, die er sieht, ihnen nach dem Maul zu schwätzen. Und damit kann man natürlich alle möglichen Leute einfangen. Und vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen mehr auf die Sprache von anderen Menschen außerhalb unserer Hörsäle eingehen. Ja, Partikularinteressenten zielgenau ansprechen. Ja, das Cambridge Analytica, das hat jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, auch jeder mitgekriegt, was wir mit unseren Facebook-Daten alles den Konzernen vor die Füße werfen, was man dann eben alles damit machen kann. Hat er gut gemacht. Und das Ergebnis war, dass er jetzt da ist. Ja, Clinton, hat er nicht eine Milliarde mehr ausgegeben? Als Clinton? Als Clinton, oder? Sollte es jetzt heißen, der ganze Wahlkampf basiert auf Geld? Ja. Naja, also wenn man sich schon Clinton anguckt, das war nicht das Gelbe vom Ei. Und die Demokraten, die dann eben den Linken, wie heißt der, welches Bild? Sanders nicht hatten, das war einfach nur noch halbe Kraft.
Also im Vorfeld sich so zu zerlegen zwischen zwei Strömungen in einer Partei, und jetzt greife ich ein bisschen vor auf den Protestmenschen, der sagt, dass wir müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen, die Opposition einen. Und jetzt schauen wir uns die Opposition an, gehen wir mal nur in die Linkspartei hinein und da, das ist ja super, ne? Da haben wir zwei Alpha-Frauen, die aufeinander schießen und das, also selbst innerhalb eines kleinen, winzigen Teils der Opposition funktioniert es nicht. Ne? Und bei denen hat es auch nicht funktioniert. Also, und deswegen, wenn das vielleicht anders gelaufen wäre, hätten wir gar nicht so viel Geld gebraucht. Es läuft nicht nur übers Geld, es läuft schon auch noch über Charisma und Charakter und Sonstiges. Genau, Sonstiges ist vielleicht auch wieder sowas wie die US-Bürgerrechtsbewegung. Montgomery Bus Boycott, ist das jedem bekannt? Dann kann man das ja wirklich mal wegklicken, ne? Also das Wesentliche ist, dass diese Frau, Rosa Parks, auch organisiert war, Trainings hinter sich hatte und. Also Teil im politischen Business war sozusagen, aber eben in den Mühen der Ebene. Über viele Jahre werden die Leute dort vor viertelgefüllten Hörsälen ihre Veranstaltungen gemacht haben, bis dann eben dieser Busboykott dazu geführt hat, dass plötzlich eben doch alle drauf aufgesprungen sind auf diesen Zug. Also die Mühen der Ebene können plötzlich vorbei sein und dann sollte man gerüstet sein. Und das waren die eben auch. Ja. Okay, also das finde ich eine der erfolgreichsten Bürger, eine Nichtregierungsorganisation überhaupt. Und die Erfolge sind natürlich, vielleicht sind sie dadurch auch ein Stück weit kaputt gemacht worden, dass eben danach Malcolm X kam und da eben doch eine wesentlich und auch gewaltbereitere Art der Bürgerrechtsbewegung die Bühne betrat und ja, deswegen vielleicht eine absolute oder eine wesentlich weitergehende Gleichberechtigung zwischen den verschiedenen Ethnien in den USA eben noch immer auf sich warten lässt. Warum waren die Hartz-Proteste nicht erfolgreich? Die Kurzfristorientierung, ja, also das finde ich ein Lehrstück, diese verschiedenen Bereiche, das sind glaube ich jetzt 6 Spiegelpunkte, zu kurzfristige Orientierung der Kampagnen und immer gleiche Aktionsformen, Großdemos, Montagsdemos. Rituale sind berechenbar. Wenn man Erfolg haben will, dann muss man irgendwo unberechenbare Elemente sein. Man muss irgendwo ein bisschen gefährlich sein. Und es ist so wie die ersten Mai-Demos des DGB. Das sind einfach festgefahrene Rituale. Und ich finde, da kann einfach was Neues hin. Also mal ein bisschen assoziieren und schauen, ob man nicht da ein bisschen lustiger und bewegter werden können. Und dann schauen doch die Presse, dann schauen die Verbände, dann schaut die Regierung und dann schauen die Unternehmen wieder ganz anders auf den 1. Mai, wenn da mal was passiert, auf die Art des Lasst euch überraschen. Weil viele Leute sind es ja doch. Kaum Bildungsarbeit bei den Hartz-IV-Protesten. Einfacher Aktionismus und dann Frustäußerungen ohne eingängige Gegenkonzepte. Die Gegenkonzepte gab es schon, aber Bleiwüste. Dann Kleckern statt Klotzen, halbherziges Lavieren der Gewerkschaftsführung. Problem. Das Ausbleiben großer Proteste frustriert, kleine Erfolge werden zerredet. Und dann, ich will auf diesen Punkt raus. Bei Hartz IV hatten wir eigentlich quer durch alle Parteien einen Konsens. Wir hatten Rot-Grün, das heißt eigentlich die es hätten verhindern müssen, haben es durchgesetzt und die anderen haben sich gefreut. Ja. Und das ist für eine Bürgerbewegung immer sehr, sehr schlechte Situation, wenn in der Regierung alle einer Meinung sind. Und deswegen geht es eben auch darum, wenn man erfolgreich sein will, ob jetzt da auf einer Stadt oder in einem Land oder im Bundesstaat oder in Europa, dass man es schafft, da Konflikte hinzubekommen innerhalb der Führungseliten oder Gestaltungseliten. Ja. Und das ist hier nicht passiert, sondern also es wurden nicht kritische Funktionäre in der SPD, in den Gewerkschaften, in den Grünen irgendwie gefördert und bestärkt, sondern es wurde halt eine neue linke Partei gegründet. Klar, ist auch eine Strategie, kann gut gehen, aber das ging da in die Hose. Ja, und das Gerede von den Systemzwängen wirkt. Aufgrund der Globalisierung müssen wir leider alle immer billiger werden. Die übliche Leier. Gehen wir mal ganz woanders hin zur Anti-AKW-Bewegung. Die wichtigsten Erfolgsbedingungen waren da, warum eben nach Tschernobyl, nach der Katastrophe von Tschernobyl in Deutschland plötzlich sich so viel geändert hat oder beziehungsweise diese Ausbaupläne so massiv zusammengeschnurrt sind und wir eben fast keine neuen AKWs mehr danach
fertiggestellt haben. Zum Beispiel, also das Wichtigste, damit in irgendeinem Land der Welt irgendetwas passiert ist, waren offene politische Strukturen, also direkte Demokratie, Verbandsklagerecht, Dezentralität, solche Sachen. Die sind ja bei uns alle nur so ulala gegeben, bei uns kommt eben noch was dazu. In Deutschland gab es nämlich die Möglichkeit, juristisch gegen bestimmte Dinge vorzugehen. Und so wurde geklagt und geklagt und geklagt. Und das ist auch ein Beispiel, wenn es darum geht, eine Autobahn zu verhindern. Die kann man über Klagewege schon mal 30, 40 Jahre verhindern. Ja, also das Hinausschieben und das immer schwerer und teurer machen von Genehmigungsprozessen, die Standards immer weiter hinauf zu klagen, das war so eine anfangs sehr, sehr erfolgreiche Methode der Anti-AKW-Bewegung. Ja, in vielen Ländern war wesentliches Erreichen eines Stimmungswandels in der Bevölkerung. Und das war eben ursächlich dafür, dass auch in Deutschland Atomkraftgegner in Parlamenten vorhanden waren. Und durch Tschernobyl ist dann ein Fenster der Veränderung aufgegangen und der Stimmungsumschwung in der Bevölkerung, der war umso größer, umso nachhaltiger und umso durchsetzungskräftiger, je mehr bereits im Vorfeld eine Anti-AKW-Bewegung vorhanden war. In Frankreich war die nicht vorhanden. Da hat sich auch nicht viel geändert. Aber bei uns war sie vorhanden, es gab Organisationsstrukturen, es gab kritisches Potenzial, es gab ein Öko-Institut und dann macht es zack. Ja, aber wenn nichts da ist, woher soll es kommen? Auf die Schnelle. Die Klagen, was waren das für Klagen? Also kannst du dich da noch konkret erinnern? Nein, weiß ich nicht. Das kam zwei Jahre später. Also es war aber das ist auch ein Beispiel. Ja, es ja. wurde immer teurer und die Auflagen immer höher. Und dann ja, genau. Also das war eben genau dann der nächste Punkt, Wackersdorf. Ja, genau. Und dann der nächste Punkt sind dann die Castor-Blockaden gewesen, mit diesem himmlischen Jahr 1998, als die Frau Merkel die Castor-Transporte gestoppt hat in Deutschland. Und dann Fukushima. Okay, warum war die Occupy-Bewegung nicht erfolgreich? Das könnten wir jetzt natürlich auch als Seminar machen. Ja? Aber es dauert viel zu lange jetzt heute. Viel wohlwollende Berichterstattung. Eigentlich hätte es schon funktionieren können. Ja? Erfolglos. War die so erfolglos? Meines Erachtens ist sie vollkommen gescheitert. Ja? Ja. Also ich sehe da überhaupt nichts, was irgendwie geblieben wäre, was irgendwie Diskurse verändert hätte oder so. Ja, also... Es gab mit sich, also... Sie sind sichtbar gewesen, aber sie waren nicht erfolgreich in dem Erreichen irgendwelcher Ziele. Sie hatten ja auch gar keine richtigen Ziele. Genau, das war die Kritik, und ja auch Kritik an, dass sie keiner in der Welt sind. Also nur aufgezeigt. Ja, keine Ziele. Aber dieses 1:99, also das ist so hängen geblieben. Also ja, das war so hallo. Ja, das mag schon sein, aber ich fand auch den Spruch schlecht. Weil wir sind nicht die 99%, wir sind vielleicht die 35%, aber 35% haben keine Ahnung und 30%, die leben in diesem System eigentlich wie die Maden im Speck ziemlich gut. Und also diese Illusion, wir sind schon die 99%, das entbindet dann richtig davon, diesen Kampf überhaupt erstmal zu führen. Also ich weiß nicht, also mal schauen, was ich aufgeschrieben habe noch. In der Öffentlichkeit wenig Wahrnehmung der Finanzmärkte als Kern der Probleme. Ja. Also ich war in dieser Zeit ja auch eben AG Finanzmärkte und war da eigentlich völlig drin in dieser ganzen Finanzmarktkritik in dem Nachklapp, also oder halt nach dieser Finanzkrise. Und da war das ein und alles und da hat man völlig aus dem Bild verloren, dass die Leute sich ja im Allgemeinen für die Finanzkrise überhaupt nicht interessieren. Weil da ging es um die Jobsicherheit und dann haben wir die Verschrottungsprämie gemacht und der Laden ist gelaufen und gut war's. Ja, was interessiert sich da jemand für die Finanzmärkte? Die Lage war nicht so schlecht, wie sie geredet wurde. Sie wurde als nicht so schlecht empfunden. Ganz kurz, Harry, wir wollen versuchen, die Klimaanlage auszumachen, weil das ist ja nicht hier, das ist hinten, er hat sie hinten angemacht. Der muss da irgendein Handel sein oder... Ja, das ist hinten, wie gesagt... Was meinst du? Ja, ich weiß nicht, aber sie haben immer. Du musst da anziehen. Ja, also, das ist ein kleiner Computer. Ich glaube, das ist schon weniger, oder? Hat das jetzt nicht schon aufgemacht? Ich lese es schon weniger. Ja, besser. Schon besser. Super. Danke. Okay. Genau, also dann fehlende Programmatik hat man gerade schon. Es gab einfach kein Programm, das Programm sollte erst erarbeitet werden.
und offenen Diskussionen. Das Unwillen, Mutlosigkeit kann man sich jetzt streiten in verschiedenen Zeitungen, in Zeitungsartikeln mit verschiedener Färbung, hat man natürlich beide Kritikpunkte. Konkrete Ziele formulieren war einfach nicht. Sondern es sollte von der Pike auf überlegt werden, gemeinsam, wie wir denn jetzt die Welt retten können. Die Menschen wollen aber Zielen folgen und dann nur noch dieses Problem mit dem, ja genau, keine dauerhafte Organisationsstruktur und dieses offene Zeltstädte überfordern auf Dauer alle. Und dann hat man noch diese Assemblea, die natürlich auch ja, langsam ist. Das sind zwar, ich fand es toll, aber um ein Ergebnis zu produzieren, und dann das Nächste, und das Nächste, und das Nächste. Ja, und dann die Aktivisten sind selten die Hauptbetroffenen. Das ist auch so ein, dann denkt man eben, ich mache jetzt etwas für andere und kenne mich aber gar nicht über deren Lebenswirklichkeiten so richtig aus. Ja. Dann wir sind die 99%. Schöner Spruch, aber entspricht auch nicht der Realität. Und dann... Es hat einfach falsch rum gewesen. Man macht einen riesen Volksaufstand oder eine Demo und zwar gleich zu Beginn. Aber zu Beginn muss man erst einmal Leute sammeln, mehr werden, stabile Strukturen aufbauen, sich Reformalternativen überlegen, sich Ziele formulieren, Ziele, für die man Menschen begeistern will. Und dann kann man natürlich auch eine Demo machen und vielleicht noch eine. Aber schon bei der dritten Demo läuft sich tot. Warum waren die Anti-TTIP-Proteste erfolgreich? Naja, also ich denke mal, das ist ein ganz zentraler Grund. Riesenbündnis dank einfacher Forderungen. TTIP muss weg. Selten eine so einfache Forderung plausibel darstellen können. Dann hat man damit natürlich gute Finanzausstattung, Experten, Abgeordnete und Journalisten, die auf unserer Seite standen. Woher kamen die gute Finanzausstattung? Ja, wenn 300 Organisationen zusammenarbeiten, wenn in Deutschland 50 zusammenarbeiten, wenn dabei Greenpeace ist, Bund Naturschutz, Compact und die ganzen Großen beisammen sind, wenn dann auch noch bei Demos mal die Gewerkschaften, mal die Entwicklungs-NGOs mitmachen, das ist schon, da kommt was zusammen. Da muss man sich dann nicht mehr überlegen, ob man die größte oder die zweitgrößte Bühne nimmt. Okay, Verzahnung Bildungsarbeit und Protest hat auch meines Erachtens wunderbar funktioniert. Ich habe da ungefähr 160 Bildungsveranstaltungen gemacht in dieser Zeit. Und drumherum wurden dann eben immer mehr so auf den Straßen, in den Städten, bis in die Dörfer rein, eben Infostände gemacht. Da ging's, also es war eine wunderbare Sache, wie man gesehen hat. Man konnte das, also wir haben ja dieses Buch geschrieben, ich glaube schon im Sommer 2013, über die Freihandelsfalle da bei VSA, das ist kleine Büchlein. Und das ist so richtig reingesickert, das hat sich 17.000 Mal verkauft. Also es war wirklich ein feierlicher Erfolg der Diffusion, dass man ein abstraktes Thema so in die Bevölkerung reingebracht hat. Das ist, hat immer auch Zufall, aber eben ist, die Grenzen des Zufalls sind sowas. Es hat funktioniert, weil einfache Formulierungen, einfache Forderungen, die Journalisten haben mitgemacht, gute Finanzausstattung. Und dann eben auch dieses TTIP bedroht dich, dich auch und dich auch. Und das konnte man eben auch rüberbringen, ein bisschen zu dem Bild mit dem Chlorhähnchen, dann mit dem Investitionsschutz. Dann, also diese ganzen Sachen, das waren Bilder, die haben getragen. Die haben eben gezeigt, wir wollen das nicht oder davor haben wir Angst. Also das, und das war aber in einem gut ausbalancierten, vielleicht zufällig gut ausbalancierten Verhältnis. Ja, gelungene Skandalisierung, Presse. Ja, wir können gewinnen, ganz wichtiger Punkt. Dieses konnte man darstellen, das heißt, wir wollen es nicht, wir sind viele, wir werden immer mehr. Die EU-Kommission hat noch niemanden Pressesprecher. Die verraddern sich in Widersprüchen, die machen also Lügen und sonstiges. Es hat uns alles immer und immer wieder in die Hände gespielt und da konnten wir glaubhaft machen, dass, ja, wir können es gewinnen. Und so ein Kampf, so ein so abgegrenzter Kampf, bei dem man sagen kann, den können wir gewinnen, der macht Mut und Optimismus. Die ganze Vorläufer, die Leute waren schon etwas wie bei mit WTO fing an in Seattle, auch diese Freihandel und Investitionsschutz und Foreign Direct Trade. Ja, natürlich. Und dann GERTS und dann das MAI und dann es war eigentlich das Thema schon eingeübt gewesen.
Also bei den WTO- oder Siedelsachen, da hat man schon eher den Welthandel als globales Phänomen, bei dem wir auf der Gewinnerseite stehen, sozusagen als solidarisches Momentum gehabt. Also quasi wir sind solidarisch, deswegen wollen wir nicht diese WTO-Verhandlungen haben. Aber das war bei weitem nicht so groß und umfangreich wie bei den TTIP-Protesten. Bei den TTIP-Protesten, da hat man ja plötzlich auch den Verbraucherschutz. Da hat man plötzlich, mit TTIP bist du an diesen Welthandelsstrukturen mit betroffen. Bei WTO war es ja eher so, wir wollen bitte dem Afrika nicht noch mehr wegnehmen. Also quasi, das war Solidarität im Prinzip. Und bei TTIP, das war eher dieses, auch du musst da mit unterschreiben und du musst mitmachen, weil da schwimmen uns unsere Standards davon. Also es ist dieses egoistische Moment viel mehr angesprochen gewesen als von mir sensiert. Stimmt schon, glaube ich, oder? Kritische Blicke? Nee, war nicht. Okay, SPD und andere gespalten. Also wir haben einen Elite-Konflikt gehabt. Know-how durch Profis und Hauptamtliche. Dann eher abwechslungsreiche Aktionen, das wisst ihr alle, eskalierendes Vortrag, kommunale Aktionen bis zur Berlin-Demo. Und da weiß man ja dann wirklich, dass man nicht allein ist mit seiner Meinung. Und da irgendjemand stundenlang sucht und nicht findet. Ja, das ist ganz wesentlich, auch in der Bewegungsforschung kommt es überall rüber. Wenn was sich radikalisiert, dann hat es keinen Erfolg mehr. Es war immer friedlich. Friedliche Aktionen sind in einem statistisch gesehen wesentlich höherem Maße erfolgreich als nicht friedliche. Sie brauchen aber einen längeren Atem. Ja, ja, also das habe ich nicht ganz verstanden mit dem längeren Atem. Ja, wenn du radikal bist, dann geht es schneller. Ja, dann sind es schneller im Gefängnis. Es kommt auf einen Mast, Man sitzt schneller im Gefängnis oder hat schneller einen Polizeistaat? Oder, also naja, den hast du sowieso. Die ganze TTIP-Sache sich entwickelt hat, fand ich schon gravierend. Also das war ja schon immens schnell. Das hat sich ja innerhalb von einem Jahr hat sich das ja alles irgendwie rauskristallisiert und dann tatsächlich auch dazu geführt, dass es dann abgebrochen wurde. Also ich weiß nicht, was man da noch mehr hoffen kann am Ende. Ja. Wie lange rede ich jetzt eigentlich schon? Halbe Stunde? 45. Dann mache ich mal das schnell weg. Den Vortrag, wer den haben will, dann einfach Stick an mich oder Mail an mich und dann schicke ich ihn zu. Okay, also wann entstehen und wachsen soziale Bewegungen? Drei Kerne. Politische Möglichkeitsstrukturen, ne? Zum Beispiel AKW 1998, dieses, dass plötzlich auf den Castortransporten, dass da plötzlich so Radioaktivität gemessen wurde und deswegen dann eben ein gigantischer Vertrauensverlust stattfand und deswegen eben Merkel die Castortransporte untersagt hat. Gab eben so einen richtigen Push. Fähigkeiten, Ressourcen zu mobilisieren, ist das Nächste. Also politische Möglichkeitsstrukturen, vielleicht passiert, also in Beispiel ist ja eigentlich, in Nordkorea wird keine NGO irgendwas durchsetzen. Mal schauen, wie es in 5 Jahren ist. Das meine ich mit Möglichkeitsstrukturen, dass einfach da eine offene Sache ist, dass man offen debattieren kann. Dann Fähigkeiten, Ressourcen zu mobilisieren. Ja, das hatten wir bei der TTIP-Kampagne. Systematisch und flexibel. Ja, das heißt also nicht immer weiter, sondern immer weiter denselben Krampf machen, sondern wenn einfach nichts passiert, das Ganze abblasen und was Neues probieren. Nicht unbedingt zu einem neuen Thema, aber vielleicht auf eine neue Art und Weise. Ja. Und was heute gescheitert ist, kann vielleicht auch morgen funktionieren. Auf gewünschte Referenzgruppen ausrichten, vermeiden von Abhängigkeiten. Ja. Also zum Beispiel breite Mitgliedschaft und nicht, wenn man Expertisen machen will, nur einen einzigen Auftraggeber haben oder so. Dann soziale Konstruktion von Protest. Ich glaube, das ist eine ganz schwere Vorstellung. Wir denken uns, Atomenergie zum Beispiel ist bedrohlich, gefährlich. Wahrscheinlich sind hier nur Kernenergie-Gegner im Saal. Aber eben das als gefährlich empfunden wird, das muss eben erst mal in die Köpfe rein. Ja? Die Deutungsmuster eines Konflikts, ich dachte, ich habe das hingekriegt. Ja, AKWs müssen als bedrohend wahrgenommen werden.
Und das werden sie halt nach Tschernobyl. Vorher kann man nur eben abstrakt daherreden, dass irgendwas in die Luft fliegen kann, aber danach hat man das anschauliche Beispiel dazu. Der Mensch ist halt ein bisschen so. Man muss den richtigen Rahmen haben, die richtige Geschichte erzählen. Das, und die muss ankommen. Dann kann man was bewirken. Nicht nur mit einem technischen Argument. Ein technisches Argument bringt keine Menschen auf die Straße. Ja. Dann noch drei, kurz, sechs Arten von politischem Einfluss. Zugang zum politischen Prozess. Das heißt also, wenn eben die Umweltbewegung in die Parlamente hineinsickert, dann kann sie, selbst wenn auf der Straße gerade nichts passiert, in den Parlamenten unter Umständen Einfluss haben. Konsultationen, Minimierung von Veränderungsspitzen nehmen, also das kennen wir jetzt alles. Wie sehr sind die Grünen noch Umweltpartei, wenn sie permanent von Kompromiss zu Kompromiss gehen oder Herr Kretschmer seine Automobilindustrie verteidigt oder sonstiges. Ja, also eben dieses Problem, ja, Zugang zum politischen Prozess, ja, aber. Wo das gut funktioniert hat, ist die Frauenbewegung. Wenn eben Frauen dann in den Parlamenten sind, dann sind sie Lobby für die Frauen. Und es hat, scheint, ich kann jetzt auch wieder nur ein Studienergebnis akzeptieren, es hat scheint sehr gut geklappt. Und Gleichberechtigung im 20. Jahrhundert hat ziemlich zugenommen. Dann Protest nicht vergessen, eben wenn zum Beispiel zur rot-grünen Regierung 1998 plötzlich die Bewegungen, die ja die rot-grüne Regierung möglich gemacht haben und in die Parlamente und in die Regierung getragen haben sozusagen, wenn danach die Bewegung sagt, jetzt sind ja wir an der Macht und können uns ausruhen, dann verpufft alles. Im Endeffekt, zwar klar, die SPD und die Gewerkschaften haben sich riesig gefreut, dass da jetzt LaFontaine Schröder an die Macht kommen, und zwei Jahre später war kein Straßenprotest mehr und Hartz. Ja, also man kann sich nicht ausruhen, man muss immer weiter Lärm erzeugen. Mobilisierung öffentlicher Unruhe erzwingt Reaktionen, wenn die Massenproteste das Funktionieren von Institutionen bedroht. Das finde ich ist trivial, aber davon sind wir irgendwie so weit entfernt. Ja, von solcher, das Wesentliche ist, glaube ich, auch immer dieses nahen Wahlen. Wenn man große Proteste irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, große Proteste anzustacheln, dann ist es gerade richtig, wenn es auf Wahlen zugeht. Das haben wir jetzt mit dem Polizeiaufgabengesetz gehabt. Dass da das Lavieren schon ganz anders wird bezüglich der Landtagswahlen, als wenn die Wahlen erst in 3 Jahren gewesen wären. Vorsicht, Schachzüge. Naja, also die Castor-Problematik wurde ja dann entkräftet oder deeskaliert, indem man halt an jedem AKW Zwischenlager möglich gemacht hat, wodurch eben die Castoren nicht mehr permanent durch die Gegend fahren mussten. Ja, genau, und dann starke Unterstützer innerhalb der Parlamente ist immer gut. Ja. Dann Veränderung der öffentlichen Meinung. Umweltbewegung, was nehmen Entscheidungsträger als öffentliche Meinung an? Und das ist so, wenn nicht mehr gesagt wird, dass also die Menschen von Umweltproblemen sprechen oder von Umweltproblemen berührt sind, dann wird da auch nicht mehr viel passieren. Das heißt also auch wieder, man muss das Problem in den Köpfen konstruieren. Du schaust immer so kritisch. Ja, ich bin auch kritisch. oder es gibt Hochwasser im Keller, dann sind sie, glaube ich, auch dafür. Ja, auch da wie Tschernobyl, ne? Man braucht immer wieder eine Katastrophe, irgendein Jahrhundertsommer oder sonst was, geht wieder was. Ja, die Katastrophentheorie, es ist halt doof, aber es gab auch genügend Bewegungen, die groß wurden, indem sie einfach nur da waren und immer bessere Argumente, bessere Geschichten hatten. Ja, und einfach auch in den Eliten Befürworter gefunden haben. Also von mir aus die Bürgerrechtsbewegung, die ja schlussendlich auch von den meisten Weißen unterstützt wurde. Leider nicht von allen. Problem, ja, genau, das ist Umweltschutz, ja, aber welche Methoden? Also Veränderung der öffentlichen Meinung ist das schwierigste Feld, und dieses zu sagen, wo man genau hin will und das dann anzuzielen, das muss so geschickt verpackt sein, das haben wir meines Erachtens selber immer noch nicht geschafft. Eine Zukunftsvision darzustellen, die jenseits von
Freihandelsausbeutung, von Standortwettbewerb eine Welt darstellt, die erstrebenswert ist für Teile der Eliten und für den überwiegenden Teil der Bevölkerung. Ja. Ich würde das auch überklicken, weil es wird so viel. Fähigkeit, die soziale Konstruktion wieder zu ändern. Ja, also Gerichtsentscheidungen. Ja, da habe ich vorhin schon gesagt, das ist ein deutsches Phänomen. Klagen, was geht, das treibt die Kosten in ungeahnte Höhen. Also, Wille zum Erfolg heißt. Jetzt kommen 7, 8 Punkte. Die finde ich ganz, ganz wesentlich. Und die hat eben auch Felix Kolb, einer der Gründer von ATTAC, sehr schön herausgearbeitet. Damit Kampagnen erfolgreich sein können, einer der wesentlichen Punkte ist, die Bevölkerung als Unterstützer zu gewinnen. Wir müssen nicht alle mitmachen, aber es muss bekannt und klar sein, dass die Bevölkerung eher das genauso sieht wie die Bewegung. Und das auch immer wieder mal hervorkramen, also ob das in der Zeitung ist oder am Stammtisch. Es muss klar sein, dieses Ja, eigentlich haben die schon recht. Oder natürlich haben die recht. Ja. Einen Elite-Konflikt nutzen oder erzeugen. Wieder dieser Punkt, Hartz IV, wenn alle einer Meinung sind, hat man da ein Problem. Wenn man eben nur eine winzig kleine Gruppe ist. Langfristig orientieren, kurzfristiger Aktionismus bringt nichts. Ja, außer zum Beispiel, um Leute zu motivieren, bei der Stange zu halten. Ich komme gleich noch zu einem Punkt. Fenster der Veränderung nutzen. Also es sind nicht alles Fenster der Veränderung, die uns vor die Füße fallen, wie zum Beispiel WTC, als die zwei Flieger in die World Trade Center geflogen sind. Das war ein Fenster der Veränderung für die Konservativen. Meines Erachtens wurde das auch bei ATTAC sehr schnell so diskutiert. Das ist eine Riesenkatastrophe für uns, wo wir jetzt ja gerade so in diesem Genua-Aufschwung sind. Das wird uns einen Dämpfer geben. Und dann geht man schon so mit so einer gebückten Haltung raus, aus so einer Debatte. Also, und im Nachhinein muss man sagen, das haben konservative Kräfte auch dermaßen ausgenutzt. Zwei Kriege später kann man das, glaube ich, dann ganz gut so sagen. Aus den Erfahrungen anderer lernen, nicht alles immer wieder machen. Die dritte Großdemo innerhalb von einem Halbjahr wird scheitern. Darf man nicht machen, bringt nichts. Viele Aktionen, auch kleine, durchführen, über die berichtet wird. Ja, da kann man auch mal, denke ich, durchaus aktionistisch sein, dass man einfach sagt, wir machen jetzt 5 Aktionen, jeden Monat eine, um uns kennenzulernen, um schöne Bilder zu produzieren, um mehr zu werden, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wenn wir dann eine gute Gruppe sind, dann überlegen wir uns das weitere strategische Vorgehen. Ja, also warum nicht? Dann nebst Aktionen Lehren und Lernen, die Verknüpfung. Also auf der einen Seite Bildungsveranstaltungen, auf der anderen Seite bunt sein und Bilder produzieren. Allianzsystem aufbauen. Eine einzelne Nichtregierungsorganisation hat noch selten viel auf die Reihe gebracht. Also dieses mit dem Kooperieren, ich glaube, das ist ja im Stammhirn von ATTAC verwurzelt. Und die Gegner untersuchen, wie die denken und warum sie so denken und wo ihre Schwachstellen sind. Ich glaube, auch das tun wir zu wenig. Wenn man eben so systemkapitalismuskritisch ist, warum sind die denn alle so dafür? Weil es eben doch ganz vielen Leuten ganz schön viel Spaß macht. Entwicklung verständlicher Problemlösungen. Und auch da sehe ich einfach bei ATTAC einen Riesenmangel, dass es eigentlich schön wäre, in einer anderen Welt zu leben, diese Schönheit darzustellen. Tja, schwierig. Okay. Immer wieder neue Aktionsformen ausprobieren. Aktionsformen laufen sich tot und werden unwirksam. Habe ich dreimal gesagt, muss man aber 10-mal sagen. Wir müssen immer wieder unsere Kreativität bemühen und schauen, was jetzt da gerade eigentlich nett wäre. Erfolg nur bei Fähigkeit der permanenten taktischen Innovation. Die Polizei und die Eliten passen sich schnell an. Rituale ohne Resultate entmutigen Aktive. Also nicht ritualisieren. Immer wieder was Neues. Neue Aktionsformen führen zu steigender Mobilisierung und das ebbt wieder ab. Also Bewegungszyklen beachten. Und wenn es runtergeht, schnell umschalten, was Neues machen. Der Erfahrungswissen ist ist wichtig, deswegen braucht man alte Hasen und neue Leute, die sich zusammenschließen, wo die einen von den anderen lernen können und wollen.
Und die alten Hasen mögen sich zurückziehen und mal wieder gucken und was Neues anfangen, aber immer wieder das Feld anderen überlassen. Sonst wird man halt ein eingefleischter Haufen, oder wie heißt das, eingeschworener Haufen. Langfristig stabile Strukturen aufbauen, Hauptamtliche, ist die eine Möglichkeit, um eine stabile Struktur zu haben. Hauptamtliche, die sind ihre eigene Lobby. Und die andere Seite ist eben, dass man soziale Beziehungsgefüge in diese, mit diesen Leuten hat. Dass man halt da einfach Freunde hat, dann geht man auch gern immer wieder hin, auch wenn gerade die Mühen der Ebenen erreicht sind. Ja, interne Wissensweitergabe, interne Bildungsveranstaltungen und Verzetteln schwächt. Das ist jetzt etwas, das wir bei ATTAC seit 17 Jahren diskutieren und machen es trotzdem immer wieder. Und steigende Schwierigkeit, den Grundkonsens zu bewahren, weil eben alles zum Beispiel unter Globalisierung zusammengefasst wird. Ich sage, ja, aber das hat doch auch mit Globalisierung zu tun. Ich sage, ja, aber. Und dann wenige Aktive für eine Kampagne, weil jeder hat so eben seinen Lieblingsbereich. Und davon eben zu abstrahieren und zu sagen, jetzt machen wir mal alle TTIP, das passiert viel zu selten. Ja, konzentrieren auf zentrale Projekte, strategisch planen, eskalierende Kampagnen fahren, langsam anfangen, Aufbauarbeit leisten. Und so wie das halt auch in den Kampagnenhandbüchern beschrieben wird, Ziel vorher festlegen, evaluieren, wenn möglich, man kann nicht alles evaluieren. Das ist eine Illusion. Und Zielgruppen analysieren, Ressourcen mobilisieren, dann schafft man auch was. Eliten verunsichern, das schafft man natürlich nur mit Masse. Da braucht man viele Leute. Dazu sind Regelverletzungen hilfreich. Statistisch gesehen, ich sage es jetzt nochmal, Gewalt ist nicht hilfreich. Ich habe das jetzt so oft gelesen, dass friedliche Auseinandersetzungen schlagen gewalttätige Auseinandersetzungen in ihrer Wirksamkeit um Äonen. Ja, Regelverletzungen. Dann denke ich mal manchmal, Attacke sind ein bisschen zu brav. Aber es macht auch nichts, es muss ja nicht sein. Es gibt ja andere Organisationen, die dann dafür da sind. Politisches Handeln der Eliten muss unumgänglich erscheinen, warum auch immer. Und die Strategie der Eliten ist stets eine Befriedigung des Konfliktes und nicht unbedingt die Lösung des Konfliktes. Ja, auch wieder Castor. Auch bei der TTIP-Kampagne, da hat man schon gesehen, dass die EU-Kommission sagt, ja, das können wir ja überhaupt nicht machen, was ihr da behauptet. Und das werden wir nicht machen, was ihr da behauptet. Und so wurde laviert innerhalb von diesem Sumpf unserer Forderungen, die da ja schlussendlich immer lauteten, TTIP darf es überhaupt nicht geben. Die ganze Philosophie oder Ideologie dahinter ist völlig verquer. Da sagt man, okay, wir ziehen den Zahn und ziehen den Zahn und dann wird der Protest immer kleiner und dann kann man es durchsetzen. Und dann, nach 5 Jahren wird nachverhandelt, da kann man dann die Zähne wieder reinmachen. Ne? Okay. Nur großer Protest hat durchgreifende Wirkung, also jetzt aber skaliert. In München großer Protest ist natürlich viel kleiner als in Deutschland. Also wenn man in München irgendwas verändern will, dann wird es viel einfacher gehen. Dann Krisen müssen aus Massenprotesten entstehen, sonst werden die Anzettler Opfer von Repressionen. Also da geht es jetzt wieder darum, dass riesengroße Proteste, wenn man ein Land lahmlegen möchte, von mir aus Griechenland beim Generalstreik oder andere Länder, da muss Power dahinter sein, sonst haben diejenigen, die dazu aufgerufen haben, ein Problem. Ist ja irgendwie logisch. Dann Massenproteste entstehen nur, wenn die sozialen Arrangements, die gemeinhin als gerecht und gerecht und unabänderlich gelten, als ungerecht und veränderbar angesehen werden. Eine andere Welt ist möglich, ist zunächst mal eine triviale Aussage. Natürlich ist eine andere Welt möglich. Aber sehen andere Menschen auch eine andere Welt als möglich an? Das ist die Schwierigkeit. Da müssen wir hin. Okay. Tja, kurze Entspannung. Es ist einfach ein Tanker, der immer geradeaus weiterfährt. Was sagt jetzt der Sridhar Popovic? Er hat 2000 den Milosevic weggebracht durch friedlichen Protest und hat dann eben so ein Beratungscenter gegründet, wo er jetzt weltweit Bewegungen berät, wie man einen vernünftigen Protest macht und hat da auch einige Erfolge vorzuweisen. Er wird auch ambivalent diskutiert, also in Oppositionsgruppen in über 40 Ländern hat er bereits beraten.
hat bereits in viele Länder Einreiseverbote, deswegen macht er immer mehr auch online. Malediven zum Beispiel 2008, da saßen wir also zwei großgewachsene Serben und ein paar Hobbits von den Malediven und entwarfen an einem einsamen Strand von Sri Lanka die Zukunft des Inselstaates. Wir hielten den Kurs im Freien ab, weit weg von Gayums Spitzeln. Ja, also setzen sich irgendwo hin und versuchen, dieses Land zu verändern, und das schaffen sie auch. Manchmal erreichbare Ziele definieren, Schritt für Schritt durch vorangehen und Abwechslung unberechenbar bleiben, und Demos sind ein Schlussakkord, das ist so sein Dreiklang. Also Analyse des Systems ist somit das Wichtigste, das steht allem am Anfang, und sagt, es gibt so ein paar Prinzipien, wie sie sich versuchen durchzusetzen, auch wenn sie eine Geheimpolizei und sonstige repressive Gewalt gegen Demonstranten gibt. Sie versuchen kreative Aktionen zu machen, die Dilemmas erzeugen, und eins zum Beispiel eben ist, dass wenn die Polizei einschreitet, dann ist das Einschreiten lächerlich, und wenn sie nicht einschreiten, dann ist es ein Zeichen der Schwäche, und sowas versuchen sie dann eben in ihren Mindstorms irgendwie hinzukriegen, und es ist ein paar Mal schön gelungen, Frauen ins Iran-Spiel zum Beispiel, also ein internationales Fußballspiel in Teheran, in einem großen Stadion, haben sich Frauen als Männer verkleidet, die da als Frauen nicht rein durften, und haben sich dann in diesem international übertragenen Spiel halt entkleidet, sodass sie wieder als Frauen zu erkennen waren, nein, nicht nackt ausgezogen, sondern nur einfach wie Frauen gekleidet, und haben einfach auch ordentlich mitgejubelt. Und jetzt war eben dieses Problem, soll die Polizei die jetzt raustragen, obwohl das ja ein totaler Gesichtsverlust für Iran gewesen wäre, wenn die ganze Welt auf dieses Spiel guckt, oder sollen sie drin bleiben, dann ist das ein Zeichen für die Frauen Irans, dass man da schon was machen kann. Also eben eins von diesen vielen Dilemmas, die in diesem Buch beschrieben sind. Ja, dann eben auch wieder, Lachen ist 10-mal effektiver als Schreien. Ich erzähle gleich diese Geschichte. Die haben angefangen, in Serbien so ja, auch sich lustige Aktionen zu überlegen. Wir hatten ja auch Probleme mit einer sehr gewalttätigen Polizei. Obwohl Herr Milosevic gewählter Präsident war, es war so ein populistischer Halbdiktator oder so. Und die haben dann während des Krieges eine Tonne irgendwo aufgestellt und haben da einfach nur draufgeschrieben, schlag mich, ich bin Milosevic. Und haben halt das irgendwie so draufgeschrieben und einen Baseballschläger draufgelegt und haben sich halt in einen Café verzogen und haben mal geschaut, was passiert. Und haben dann natürlich sich gefreut, wenn Leute dann den Baseballschläger genommen haben und mal draufgehaut haben. Und dann kam halt auch irgendwann die Polizei. Und die Polizei, als die kam, haben die das halt so eingefädelt, dass dann auch Journalisten kamen. Und dann hat die Polizei halt diese Tonne da eben weggeräumt. Und am nächsten Tag stand halt in den Zeitungen, dass die staatstragende Geheimpolizei wehrlose Blechdosen weggeräumt hat und so. Also so auf diese Art versuchten sie da eine andere Stimmung in der Bevölkerung zu erzeugen, die eben nichts mit Angst zu tun hat, sondern mit wir können was machen, und Milosevic ist eigentlich ein bloßer Depp. So in diese Richtung. Damaskus, ganz am Anfang haben sie eben auch in Syrien ein bisschen mitgemischt und haben versucht, so ein Superzeichen zu etablieren. Nämlich den Tischtennisball. Wenn ein Tischtennisball irgendwo auf den Boden fällt, dann gibt es einen ganz signifikanten Klang, und dann haben wir auf die Tischtennisbälle irgendwas draufgeschrieben, und hat die aus dem Fenster geschmissen, und dann hat es immer geklackert in Damaskus. Dann hat man wieder gewusst, oh, wir sind viele. Und es wurde immer mehr dieses Geklackere. Aber es gab eben in Syrien Widerstandsgruppen, die gesagt haben, dass der Diktator nur mit Gewalt zu bekämpfen ist, und deswegen hat sich da auch der Popovic rausgenommen. Und hat da gesagt, na, dann macht er nicht mit. Und das war wahrscheinlich auch wieder eine eher fatale Entscheidung. Er hat halt darauf gehofft, dass da dasselbe passiert wie in vielen anderen Ländern, dass eben durch den friedlichen Protest irgendwann die Herrscher vorgeführt werden in irgendeiner Form und sich gar nicht mehr so halten können, wie sie es sich eigentlich vorstellen. Okay. Damit komme ich langsam zum Ende. Sein zentraler Spruch ist, es muss eine Einheit der Opposition geben. Die Opposition muss geschlossen auftreten und eine gemeinsame Vision der Zukunft des Landes darstellen, regelrecht. Planung, wo ist die Regierung am schwächsten? Wie
ist der Protest, wie kann man diesen Protest in eine Bewegung wandeln, dass da viele Menschen mitmachen und Silent Bystander sind. Eine disziplinierte Gewaltlosigkeit auch gegen Sachen. Also, Greenpeace ist okay, aber mehr auch nicht. Wesentlich erfolgreicher als alles andere, das habe ich jetzt oft genug gesagt, seine Vorbilder, wir wissen, Gandhi und King. Auf die Mitte der Gesellschaft hin orientieren, das A und O, und zu fragen, was geht den Leuten nicht am Arsch vorbei. Ja. Damit müsste ich eigentlich durch sagen, was mir noch wichtig ist, eine letzte Folie. Allen populistischen Bewegungen ist gemeinsam, dass sie auf Facebook weitaus mehr Fans haben als die etablierten Parteien. Das ist immer so eine Bemerkung, die im Prinzip war sie so ein bisschen zugespitzt auf, ich glaube in Thüringen habe ich das sowas in die Richtung diskutiert und in Regensburg. Und da ist es so dürr, ich weiß nicht, wie das in München ist, ob die sozialen Netzwerke da so geflutet werden wie von der AfD. Ja, aber diese Gegenmacht, die existiert einfach nicht. Ja, und die wird auch, glaube ich, Jan Böhmermann auf die Art nicht hinkriegen. Okay, Praxis existiert nie abstrakt. Dieses Problem, dass wir sehr gern Revolution bei Häppchen machen, also sollten wir in einem schönen Raum sich darüber unterhalten, wie man die Welt verbessern könnte, aber dann das reale, bessere Leben nicht vorleben, da sind wir manchmal mitunter ein Extrem, wir reden nur. Auf der anderen Seite sehe ich diese Gefahr zum Beispiel bei Transition Town, die pflanzen nur. Also die machen dann halt in schöne Aktionen in der Innenstadt, aber es fehlt der politische Diskurs. Und irgendwie sollten hier Bewegungen mehr zusammenarbeiten und das zusammenbringen, dass diese ersten Schritte, wenn wir sagen, ein anderes Leben ist möglich, dass wir das natürlich auch vorleben müssen. Man kann nicht pausenlos auf Autoverzicht plädieren, wenn man selber ein Auto hat. Das ist irgendwie blöd, auch wenn man es rechtfertigen kann. Es macht unzufrieden. Dann 3% genügen. Der Zusammenbruch der DDR, das waren nicht, da waren nicht 50% der Bevölkerung organisiert, sondern es waren 3%. Und der Rest waren Silent Bystander. Die haben auf den richtigen Moment gewartet. Die 3%, die konnten sich sicher sein, dass die anderen hinter ihnen stehen, und das hat ihnen die Kraft gegeben. Keine soziale Bewegung überzeugt ihre Anhänger und Gegner durch Belehrung oder wissenschaftliche Beweisführung. Unsere Flyer sind aber so aufgebaut. Ich finde das ein Problem, ein riesengroßes Problem. Wir müssen Geschichten erzählen. Also SD heißt jetzt da Selbstdenken von Harald Welser, Seite 100. Dann finde ich ein fantastisches Buch. Wer es nicht gelesen hat bisher, unbedingt lesen. Dann selbst in großen basisdemokratischen Netzwerken hängt vieles von Einzelpersonen ab. Ja, das ist einfach jeder hier im Saal verantwortlich. Ja, also wer tut den ersten Schritt und zieht Leute nach, macht was, macht Word, das Word-Dokument an, auf leere Seite und schreibt den Flyer. Das muss immer eine Einzelperson sein, eine Einzelperson, die den Doodle erstellt für dieses nächste Treffen. Und das ist, wie geht es weiter, was machen wir? Es ist leider jeder verantwortlich. Die Gegengeschichte erzählen Sie. Genau. Dankeschön.